Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht es hier um den Induktionskoch, um das Induktionskochfeld von der Marke Domino. Ich möchte euch heute das Produkt ein bisschen näher darstellen, da wir uns das geholt haben mit dem Gedanken, dass wir eigentlich die vier Platten nicht mehr brauchen. Wir haben einen ganz alten ganz altes Induktionskochfeld. Auch von Miele, ist aber jetzt in die Jahre gekommen. Wir haben gedacht, vielleicht gibt es ja mittlerweile was Schnelleres, was Besseres auf dem Markt und haben uns da jetzt in verschiedenen Preissegmenten auch umgesehen. Hier haben wir jetzt den von Domino für 118,99 gekauft. Wir hatten dann eine Diskussion auch mit einem Bekannten, der wollte sich eher was Günstigeres kaufen. Der hat sich was für 65 Euro oder so geholt und sagte, völlig ausreichend. Und wir haben gesagt, sei ja schon ein bisschen vernünftig sein, soll ja auch halten und funktionieren. Und und jetzt haben wir den Test hier und deswegen will ich euch heute das Produkt mal ein bisschen näher darstellen. Von der Verpackung her ist es ganz einfach, in einem einfachen Pappkarton. Ich habe den da jetzt rausgeholt und innen drin war es so verpackt. Von der Verpackung her finde ich das ganz okay. Hat mich gewundert, dass hier gerade im Scheibenbereich kein Styropor war, aber es hat gehalten, keine Auffälligkeiten, keine bösen Phänomene oder ähnliches. Fand ich auch sehr einfach gehalten. Ich muss es nicht mal kompliziert machen. Also erstmal alles IO. Ich pack das Ganze mal aus. Optisch finde ich den eigentlich sehr ansprechend. Ich finde das sehr gut, wie der hier die Oberfläche ist. Wir haben hier einen großartigen Rand. Die Glasscheibe schließt hier bündig ab, das finde ich eigentlich ganz schick. Ich drehe ihn mal rum, vielleicht will ja jemand noch eine bestimmte Position oder ähnliches sehen. Einmal die Seitenansicht, also das Ding ist eigentlich dafür gedacht, um es einzubauen. Dann die Rückansicht, auch hier alles IO, keine Auffälligkeiten. Dann nochmal die Seitenansicht, auch hier alles IO. Von den Abmessungen her, guck mal auf die Produktbeschreibung, die ist eigentlich ganz gut gewesen. Da konnte man sich nicht drüber beschweren. Hier einmal nochmal den Aufkleber hinten. Ganz normal. Haushaltsstrom in Deutschland. Made in China. Finde ich aber nicht schlimm. Sieht qualitativ doch sehr gut aus. Und die Leistungsaufnahmen zwischen sagen wir knapp 3000 bis 3500 Watt. Oder 3448, wenn man es genau haben will. Das resultiert dann auch einfach aus den 2000 plus 1200. Das sind 3200. Ja, zu dem Produkt an sich. Also ich selbst bin nicht so überzeugt davon. Und da gibt es auch viele gute Gründe für. Das erste, was mich ein bisschen stört, ist die Schmutzanfälligkeit der Oberfläche. Die lässt sich zwar sehr gut abwischen, allerdings jeder Patscher, den sieht man sofort. Also diesen Dreckfilm, den ich hier nach wenigen Minuten drauf habe, den sehe ich bei unserem alten Miele-Herd nicht so wirklich. Und das finde ich sehr schade, weil die Oberfläche doch immer sehr blank sein soll. Sieht der Herd dreckig aus, ist die Spüle nicht wirklich sauber, ist die zerkratzt. Das wirkt immer so, als wäre die ganze Küche unordentlich. Das finde ich an sich nicht sehr schön. Was mich am meisten gestört hat, ist die Tatsache, dass man den als einfache Lösung nicht nehmen kann. Das heißt, das Kabel kommt hier seitlich raus. Man legt den ja nicht aufs Kabel raus, sondern legt den seitlich hin und dann kippelt das Ganze. Das finde ich sehr schade. Wenn man sich das mal von der Unterseite ansieht, dann sieht man, dass man für das Kabel da unten noch so einen kleinen Kasten hat. Der wird hier nirgends so ausnivelliert oder ähnliches. Das finde ich sehr schade, dass man hier nicht einfach noch zwei oder drei weitere Standfüße gemacht hat. Ich schaue mal in den Karton. Auch hier sehe ich nichts, was so aussieht wie ein Standfuß. Finde ich sehr, sehr schade. Das hätte die vielleicht so 20, 30 Cent mehr gekostet in der Produktherstellung, um eben das Ding vernünftig hinzustellen, damit man das auch mal als Standalone-Lösung nehmen kann. Weil so kann ich da keinen Kochtopf drauflegen. Ich habe es tatsächlich versucht, der rutscht einfach weg. Das fand ich sehr schade. Kommen wir zur Bedienung. Da kann ich tatsächlich nichts Schlechtes zu sagen. Das fand ich sehr intuitiv, sehr einfach. Dafür braucht man keine Bedienungsanleitung. Man hat hier jeweils die zwei Kochfelder, die man bedienen kann oder eben das Kombifeld. Das heißt, hier wähle ich aus, was ich eigentlich anmachen will. Ich will jetzt zum Beispiel sagen, erstmal einschalten natürlich. Das ist der Einschaltknopf. Jetzt habe ich hier Plus und Minus. Ich kann auch rumtappen, wie ich will. Passiert natürlich nichts, weil ich noch nicht ausgewählt habe, welches Feld ich haben will. Jetzt nehme ich das untere mal, dann sehe ich, wie hier die 0 aufblinkt. Ich nehme das obere oder das rechte Feld. So, wenn ich jetzt auf dem Feld, also wir sehen, hier ist auch eine kleine Kindersicherung drin.
Wenn ich zu lange nichts drücke, dann springt er wieder raus aus der Eingabe. Das dient dann dazu, dass wenn ich auf Plus komme, nicht versehentlich das Ganze einschalte. Also nochmal gehen wir auf das linke Feld. Erst auf das mittlere, aktivieren den äußeren Ring und machen auf 5. Es ist aber nicht so, dass ich das eine auf 4 und das andere auf 5, also entweder mache ich beides an oder eben nur das eine. Es funktioniert ganz sauber. Wir sehen, wie die Herdplatte schön warm wird. Also da habe ich eigentlich keine Probleme mit gehabt. Ich musste jetzt keine Bedienungsanleitung oder ähnliches durchlesen. Der hat jetzt wahrscheinlich erkannt, dass da nichts draufsteht und hat sich wieder deaktiviert. Dasselbe funktioniert bei dem anderen tatsächlich nicht. Also wir können auch jetzt erstmal 2 einschalten. So, schalten wir den mal auf 5. Der ist ja jetzt von alleine ausgegangen. So, wird warm. Kein Verbraucher. Und schmiert wieder ab. Finde ich sehr gut von der Funktionalität her, dass der von alleine wieder ausgeht. Das ist doch ganz angenehm. Das hier finde ich natürlich sehr unpraktisch hier. So, jetzt habe ich mal ausgeschaltet, damit wir es ganz schnell sehen. H und H steht für Hot. Finde ich auch ganz gut, gerade wenn man dann lang läuft. Da nicht drauf guckt, ist ja nicht wie bei Induktion, der ist sofort wieder kalt. Also der ist reell jetzt auch noch warm. Ich kann es gerade mal so anfassen. Das beides finde ich hier eigentlich sehr ungeschickt, weil das ist kein Aufkleber, den man abnehmen kann. Guten Aufkleber wäre nach kürzester Zeit weg. Aber hier so mitten im Bild finde ich eigentlich sehr undezent. Also was mich jetzt am meisten an dem Gerät stört, ist, der kostet 120 Euro. Ein Kumpel von mir, wie gesagt, hat den für einen für 65 gekauft. Und ich sehe jetzt tatsächlich nicht den großen Unterschied zwischen dem Gerät und dem anderen Gerät. Ganz schade finde ich das mit dem Kippeln, dass das Ganze kippelt. Das ist sehr, sehr unpraktisch, weil ich würde das gerne als Standalone-Lösung erstmal nehmen, bevor ich jetzt das Ding in meiner Küche einbaue, würde ich das gerne nochmal so ein bisschen ausprobieren, um eben zu gucken, will ich das Teil überhaupt behalten, kommt es für mich in Frage, ist es überhaupt das Richtige oder gehe ich doch lieber zur Induktion oder ähnliches, wollte ich das eigentlich eine Zeit lang austesten, das kommt jetzt hier auch nicht mehr in Frage, wir hätten das Ding als Campinggerät noch mitnehmen können oder ähnliches, aber wie gesagt, dadurch, dass es schon keinen Standfuß hat, ist mir das ein bisschen zu blöd. Dann kaufe ich mir lieber ein Gerät günstiger mit eben entsprechender Ausstattung. Ja, von der Funktionalität und Bedienung habe ich ja gesagt, bin ich eigentlich sehr positiv überrascht. Das hat mir doch sehr gut gefallen. Was gibt es hier eigentlich noch zu sagen? Ach ja, wir haben den Test gemacht. Das fand ich auch sehr schade. Und zwar haben wir Wasser erhitzen wollen. Und zwar ist für uns natürlich auch die Geschwindigkeit eine sehr wichtige Rolle. Und wenn man macht ja mal Spaghetti, man kocht irgendwas auf, eine Suppe oder irgendwas, was ein bisschen länger dauert oder ähnliches. Und da geht es natürlich um Effizienz und Verbrauch. Und hier haben wir hier für Wasser aufkochen, und zwar haben wir einen halben Liter Wasser genommen, haben auch jeweils denselben Kochtopf genommen, damit das auch vergleichbar ist. Haben auch darauf geachtet, dass der Kochtopf nach dem ersten Versuch kalt war. Und bei dem Gerät haben wir 5 Minuten 20 Sekunden gebraucht, bis es überhaupt angefangen hat, leicht zu köcheln, während es mit dem alten Herd von Miele, da hat es knapp 4 Minuten und 40 Sekunden gebraucht, da hat das richtig aufgekocht und das fand ich jedoch sehr ärgerlich, dass es so ein modernes Gerät ist und trotzdem so wenig, also so der hängt. Von dem Verbrauch her ist natürlich der Miele-Herd etwas kräftiger, hat aber auch eine größere Platte gehabt. Wir hatten nicht zwei Platten, die perfekt exakt gleich groß waren. Das heißt, wir haben hier das Kochfeld genommen. Der Kochtopf lag nahezu perfekt drauf. Einmal hier im Beispiel, das liegt dann doch ganz gut auf. In dem Moment, wo man den anmacht, ist die Herdplatte etwas kleiner beschallt. Ich mache den mal eben an. Man sieht das also nicht, der ganze Ring wird warm, sondern nur ein Teil des Rings wird warm. Das fand ich auch sehr ärgerlich. Das heißt, so ein kleines Auge hatte ich jetzt bei dem anderen Herd nicht, so dass der eine viel größere Fläche hat. Von daher kommt das mit dem Verbrauch dann auch wieder ganz gut hin, dass der für dieselbe Fläche etwa gleich viel verbraucht. Und das fand ich dann doch schade, dass so ein modernes Gerät nicht so schnell ist wie das alte Gerät. Natürlich haben wir es dann auch nochmal mit dem Wasserkocher versucht. Der Wasserkocher ist total cool, hat so einen dichten Verschluss, der kocht quasi sehr schnell, ähnlich wie ein Schnellkochtopf, kocht der sehr schnell auf und da hat es natürlich nur 2 Minuten gedauert, hat aber auch nahezu doppelt so viel. Also der zieht jetzt hier tatsächlich 1200 Watt. Ich habe es nachgemessen, es sind, um genau zu sein, 1248 Watt. Das war beim
beim Wasserkocher bei derselben Wassermenge bei knapp 1900. Man sieht, der Wasserkocher ist definitiv effizienter und schneller und verbrauchsärmer. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn er Wasser aufkochen will, dass man es immer im Wasserkocher macht. Ja. Im Ruhemodus verbraucht er 0,3 Watt. Das heißt, wenn die Lampen nicht an sind am Leuchten, ich habe das mal ausgerechnet, bei 30 Cent pro Kilowatt reden wir von eben 60 Cent, 70 Cent im Jahr. Das ist, glaube ich, zu vernachlässigen dafür, dass man so ein hochmodernes Gerät da installiert. Wasserkocher zieht aber tatsächlich auch minimal Strom, auch im Ruhemodus. Der hat nämlich keinen Kippschalter, sondern das ist eine Taste, die man drücken muss. Und da ist eine Elektronik hinter und die verbraucht auch was. Also auch da kann man jetzt darüber diskutieren, ist das jetzt hier gut oder schlecht. Sind auf jeden Fall 60 bis 70 Cent im Jahr. Also immer dran denken. Wie gesagt, 1200 Watt. Ich hatte 1248 Watt gemessen. Also auch das war völlig in Ordnung. Und von daher gehe ich davon aus, dass hier auch kleine Abweichungen sind, aber zu vernachlässigen. Ich denke nicht, dass jemand von euch gerade perfekt nur maximal 1200 Watt verbrauchen darf. Ja, wie gesagt, aus dem Grund, dass ich das Ding als nicht als Standalone-Lösung nehmen kann, weil das war der Gedanke, dass ich das als beides nutzen kann. Erstmal als Standalone-Lösung testen, ob man damit klarkommt und irgendwann man dann halt integrieren statt meinem aktuellen Herd. Und wir haben ja noch einen Schnellkochtopf, vielleicht nochmal ein Auge als Gasbrenner, sodass man alles mal so ein bisschen hat. Von daher kommt das jetzt bei mir nicht in Frage und der geht zurück. Wahrscheinlich werde ich dann nochmal einen günstigeren raussuchen, der dann auch alle Standfüße, also vernünftig stehen kann und auch eingebaut werden kann. Weil, wie gesagt, ich habe mir den von meinem Bekannten angesehen und da hatte ich keine großen Unterschiede gefunden. Und von daher bin ich dann auch doch gespannt, was ich mir da jetzt raussuche oder ob ich mir denselben bestelle. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt dran, wenn ihr weitere Produkttests sehen wollt. Wir bestellen doch sehr viel im Internet, kaufen wenig in Supermärkten und das kann ja jeder für sich selbst bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Von daher abonniert mich und dann verpasst ihr die weiteren Videos nicht. Ich werde auch mal gucken, welche interessanten Geräte ich schon zu Hause habe, sodass ich euch davon auch mal Videos machen kann, wie zum Beispiel der Wasserkocher. Den muss ich ja nicht extra bestellen, nur um dafür ein Video zu machen. Der ist nämlich richtig gut. Den werde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und von daher verpasst ihr dann auch meine Videos nicht. Daher einen Daumen hoch hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo hinterlassen, wenn ihr die weiteren Videos sehen wollt. Und wie gesagt, ich finde das Ding nicht schlecht. Ich finde es einfach nur teuer. Und in dem Sinne, einen schönen Tag noch. Danke, tschüss.